spielt einen Song für uns. Ich bin selbst ganz gespannt. Hier ist für uns der unglaubliche, großartige El Mago Masil! Guten Abend. Ja, meine Danke für diese Einladung. Es ist, es passt auch irgendwie, weil ich im neuen Programm trage ich den Poetry Slam auch hinaus. Also ich gebe den Geist weiter und es ist aber erschreckend. Ich sage, kann ich mal bitte die Leute husten hören, die Poetry Slam kennen? Nee, also ich sage das dann, genau, und da ist oftmals wirklich nur ein Kreuzband im Saal und deswegen, weil die Poetry Slam Leute, ich weiß es ja, die sind ja in der Künstlerhierarchie noch unter dem Liedermacher. Also die sind ja tragisch eigentlich, deswegen will ich da ein bisschen was für die Leute machen. Und ab heute gleich 10, es wird wunderschön, heute Abend, der Frühling ist da, auf dem Weg hierher, in der U-Bahn habe ich es gemerkt, ich hatte Blickkontakt zu einer jungen Dame, wo ich gesagt habe, die war sogar ziemlich schön. Und ich hatte also für mich war es relativ lange und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt mit der wirklich zusammen wärst, wie wäre denn das? Wir würden Kaffee trinken gehen. Wir würden nochmal Kaffee trinken gehen. Ich würde so tun, als wäre ich normal. Sie ist, also sie, mir gefällt es auch alles, es passt. Und wir gehen sogar abends aus jetzt, zwei Wochen, drei Wochen. Wir können, wir wissen beide nicht, ist es was? Doch, wir sind zusammen. Es ist was Ernstes. Vierteljahr, oh, wir ziehen zusammen. Eine Mietwohnung, drei, oh, jetzt scheint es wirklich, oh, da kommt was Kleines. Und sie kriegt ein kleines, hübsches, es ist ein Junge, Eigentumswohnung. Oh, jetzt wird es aber es ist alles wie am Anfang, wunderschön. Wir verkaufen die Eigentumswohnung, bauen am Stadtrand in eine Siedlung, wie spießig. Oh, neben uns baut ein junger, gut aussehender Architekt. Die geht immer zum Frühstücken zu dem rüber. Die geht jeden Tag geht die zu dem zum Frühstücken rüber. Jetzt wohnt sie drüben. Ja. Haus weg. Kind weg, ich lebe alleine in einer 30 Quadratmeter großen Dachgeschosswohnung. Oh Mann. Und dann war aber auch schon die U-Bahn hier, die Türen gingen auf, ich musste aussteigen, aber ich habe im Rausgehen, habe ich mich nochmal zu ihr hingedreht und habe gesagt, du blöde Schlampe. Aber es gibt auch schöne Liebesgeschichten, die ich erlebt habe. Zum Beispiel die, ich passe mich da an und lese das ab. Also ich bin da ganz, ich bin da bei euch. Also, obwohl in der Satzung steht, Instrumente sind, aber, oder? Ich bin nicht im Wettbewerb, das wusste ich nicht. Es war so. Jetzt holen sie mich. Ich wusste sofort, das muss jetzt sein. Sie saß am Bahnhof ganz allein. Sie saß und las und war so schön. Ich musste einfach zu ihr gehen. Ich dachte nicht nach, wie stell ich's an? Wie komme ich an die Dame ran? Ich hab es einfach nur getan. Ganz ohne Text und ohne Plan, ganz wie von selbst, einfach spontan sprach ich das schöne Wesen an. Wenn ich das heute reflektiere, war ich wohl nicht so ganz bei mir. Ich sprach sie einfallslos an, klar, und trotzdem sind wir heute ein Paar. Ich wusste nicht, dass ich anders kann, sie zog mich gleich in ihren Bann. Ich stand vor ihr und sah sie an. Jetzt sah sie da und ich stand hier, ich fragte nur, wie geht es dir? Sie schaute auf, sagte zu mir,
Je nachdem, wie man das jetzt versteht, ambivalent verrennt sich mein Verständnis über diese Frage. Wage ich es zu bezweifeln, nicht wie wenn denn nicht und ob es geht und wenn dann wie viel Zeit vergeht in temporär, genauso wie des Fensters, wo der Zeiger weiter seine Runden dreht, während ich hier mit dir vermittle, ist verstrichen der Moment, in dem es mir noch anders ging als jetzt zu diesem Punkt der Zeit, bevor noch mehr der Zeit verschleicht, Sekunde um Sekunde weicht, der Zeiger seine Runde dreht und nie still steht. Geht immer so weiter, bis wenn die Zeit vergeht und nichts verkommt, dann ist der Mensch schon in der Lage. Wie war doch gleich die Frage? Ich liebe die deutsche Meisterin im Poetry Slam. Wenn sie sich äußert, sehe ich mir Meister sind, doch ich bin ihr größter Fan. Die deutsche Poetry Slam Meisterin, sie ist so wunderschön. Sie spricht in Rätseln weiterhin, ich kann sie nicht verstehen. Das war vor gut einem halben Jahr, seitdem sind wir jetzt ein Paar. Was sie sagt, kann ich nicht verstehen, doch sie ist dabei wunderschön. Im Alltag ist das sehr erheiternd, hat sie zum Beispiel mal ein Kleid an. Und ein Prolet pfeift hinterher, kriegt er direkt einen Text von ihr. Ein Ton entwich von der von dir zu diesem Zweck geformten Lippen, suchte seinen Weg durch Weltenglanz, Natur und tanzte seinen prophezeiten weiten Pfad, umschwirrt von Richtigkeiten, drang voll Euphorie zu meinem Ohr hervor, verlor dabei nicht ungefähr an Penetranz, gepaart mit redundanter Relevanz, halt ein Versehentäre, schätze den Ertrag der Ernte ein und öffne deiner Seele Pforte und nimm auf, was du vernimmst und lausche meine weisen Worte, die da sind. Fall mir noch einmal hinterher und du frisst dein iPhone quer. Ich liebe die deutsche Meisterin, Poetry Slam. Wenn sie sich äußert, fehlt mir meist der Sinn, doch ich bin ihr größter Fan. Die deutsche Poetry Slam Meisterin, sie ist so wunderschön. Sie spricht in Rätseln weiterhin, verstehen. Dankeschön, tschüss. www.tourplan2013.de, das ist kein Witz, da ist deine aktuelle Tour drauf. Kann ja mal gucken. Elmar, Thomas, Sieber, nochmal diesen Applaus bitte. Für den Mann aus Nürnberg-Gostenhof.